Ja, ist ja gut, wir machen weiter. Hallo. War ganz nervös, moin, moin. Ganz nervös. Die Sache, die wir gelernt haben, was wir machen müssen, nachdem er den Matrosen angequatscht hat, der gesagt hat, morgen geht's los, aber ich weiß nicht, ob wir dich überhaupt mitnehmen können, weil das ja keine Touristenrundfahrt. Und man ein Schiff mit Touristen fährt, das wissen wir nicht. Was man danach natürlich machen muss, ist ins Inn gehen und sich schlafen legen. Natürlich dachte ich mir gerade, wir waren bereits im Inn. Das haben wir, da waren wir natürlich nach dem Bosskampf drin, aber das hat nicht gezählt. Wir haben im Krankenhaus geschlafen. Oh, ach ja, da wurde ich aufgehört, stimmt. Ja, genau, man muss auf jeden Fall ins Inn gehen und naja, bisschen verwirrend, aber ich schätze, das ist eine Sache, die einem früher oder später, wenn man dann irgendwann ein bisschen kämpft hat, auffällt. Oh. Der hat das Buch geklaut. Das Speicherbuch ist weg. Wach auf! Das war die Stimme. Entschuldige, es ist spät, doch wir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Um was? Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Sie muss schnellstens fort. Wir könnten sie an Bord des Schiffs bringen. Aber alleine? Ich suche jemanden, der sie beschützt, während ich den Mörder verfolge. Könntest du das übernehmen? Mit mir nicht. Das kommt uns du gerade machst gelegen. Witze. Mir ist es egal, was du Was? Du bist doch ein großer Held, dem man vertrauen kann, oder? Sie braucht deine Hilfe. Bitte, überleg es dir noch einmal. Könntest du das übernehmen? Yeah! Ich will Terranik mal filmen. Eine solche Aufgabe kann ich bei bestem Willen nicht ablehnen. Nein, gerade eben klang es noch ganz anders. Großartig! Ich danke dir! Jetzt kann ich meinen Freund retten. Ich werde euch später folgen. Pass gut auf sie auf! Hä? Ich denke, du willst den Mörder jagen. Was für ein Freund? Ja, ich bin auch gerade sehr verwirrt. Ich sehe dich morgen früh in Ahola. Ich zähle auf dich. Tschüss! Nee, wir sollen noch mit ihr verreisen. Warum ist sie dafür eigentlich mitten in der Nacht aufgetaucht? Ich denke, weil der Mörder mitten in der Nacht auftaucht. Wow. Was soll das heißen? Wirklich, Maeve? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Welche Wahl hatte ich? Das ist korrekt, denn er hatte keine Wahl. Wir haben versucht, Nein zu sagen. Wir haben keine Wahl. Hätte ich abgelehnt, wäre sie nicht gegangen. Sie ist nicht gegangen, als wir abgelehnt haben. Aber schön, dass er das so sagt. Und eine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Überraschenderweise ist der nett zur älteren Dame. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ach nichts, schlaf ein wenig. Es wird eine anstrengende Reise. Hab nur ich jetzt die Hälfte verstanden? Ich will seine Bettwäsche. Nee, das war so ein Witz von ihm, so, oh Maeve, zur älteren Dame bist du also ganz schön freundlich hier. Ist ja komisch, naja. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich hab erst abgelehnt, sag mal. Aber du kannst verspeichern vielleicht. Wir wollen auch gucken, wie weit wir jetzt sind. Boah, weiter als Mogi. Unglaublich. Meinst du, wir schaffen 1337 irgendwann als Speicherstand? Nee. Oh. Aber... Ja? In 15 Minuten ist es soweit. Ja, dann ist 1337, du hast recht. Mhm. Oh, bei uns. Nochmal Stärken hier vor der langen Reise. Oh ja. Wenn's gratis ist, dann nimmt man doch was mit. Mit dem Vino geht's ins Kino. Ich weiß nicht, ob die dich mit dem Vino ins Kino lassen. Ich wollte gerade sagen, welcher Film? Morgen wieder was für ein Quadros. Ich weiß. Es gibt Kinos mit Alkohol. Ja, okay. Bist du Maeve? Wir werden gleich ablegen. Begib dich an Deck. Wer ist das? Der Captain. Achso. Siehst du da eine Captain-Mütze? Hast du die Mütze nicht gesehen? Nee. Du bist hier, gut. Das Schicksal der Prinzessin liegt in deinen Händen. Prinzessin, bitte geht an Bord. Ich werde das nächste Schiff nehmen. Oh, das fährt aber in langer Zeit nicht, ne? Das nächste Schiff. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, Maeve. Sagt er das? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich sagt sie ja, aber warum ist die Kamera so rübergezoomt? Die Kamera ist halt in die Fluten des Meeres rein. Das ist ja wie Half-Minute Hero hier. Jo. Großer Teich. Gleich kommt Wario und rammt uns weg. Was? Das ist das Intro von Mario Land. Prinzessin? Du wirst dich hier draußen noch erkälten. Natürlich, das übliche Schweigen. Weibers. Ich bin eine Orchidee. Na klar. Wenn du auf das Meer starrst, da wachen die Geister und... Oh, Lendig. Du könntest einen kleinen Schreck bekommen. Ah!
Assassin, sofort rein. Er zerhackt dich. Okay. Natürlich. Ja. Hätte ja klappen können. Nur am Klapp halten. Wenn du seekrank wirst, solltest du dich in deiner Kabine hinlegen, du. Wir haben eine Kabine. Eine Kabine, Dings. Eine gute Brise. Diese Reise wird in die Geschichte eingehen. So. No. Wenn wir Erfolg haben, werden viele Menschen mit uns reisen. Ja, der hat einfach keinen Namen nur so. Das hat ja wahrscheinlich wirklich vorhin gesagt. Dieses Schiff ist die Brücke zwischen den Kulturen. Ich bin glücklich. Kleines Status-Update. Ich bin glücklich. Das Meer ist meine viel. Frau. Und oh, kannst du die Fässer looten? Da. Ist da was Geiles drin, ne? Nee. Die Kleine ist was Geiles drin. Da können wir jetzt rein. Entschuldigung, ich muss kotzen. Oh. Jemand hat in mein Bettchen gekotzt. Dann nehme ich halt das andere. Boah, bin seekrank. Ich habe auch noch ein Zimmer, Mogi. Boah, bin seekrank. Ich meine, oben auf. Warum haben wir nur zwei. Ach, wie auch immer. Oh ja, da wäre noch ein anderes Zimmer gewesen. Morgen Schifffahrt, gar keinen Bock. Irgendwas stand da. Yeah. Was war da? Das war wohl nicht von Melina. Also, es könnte nee, alles gewesen rede sein. An der Stelle. Oh. Da ist ein Schatz. Ach so. Oh. Wow. Kannst du das rechts öffnen? Nee, die kannst du nicht öffnen, denn die sind Deko. Eine richtige geile Wunderknolle als Schatz. Die sind nicht Deko, das ist, das gehört dir nicht. Oh, ein Geist. Ah, ich erschreck mich. Kleiner Schreck. Sie hat zu lange aufs Meer gestarrt. Madam? Geht's gut, die schläft nur. Madam? Eine Waffe gegen Geist? I've been sent to escort you to the lifeboats. Hatten wir? Wer war denn das gegen Geister? Unlicht ist gut gegen Geist. Oh dear. Erstmal guter Zeitpunkt hier, um Elixier zu schlürfen. Ah, halt Geister. Auf Ex. Erstmal wegschlabbern. Also ich dachte mal, wenn hier Geister kommen, dann. Schöpfe doch mal eine Energie, bitte. Mogi, bist du von allen guten Geistern verlassen? Ja. Dann schnapp sie dir. Kannst du Melina vielleicht wegschieben? Boah, erstmal schade. Kannst du ihn angreifen? War eine Illusion. Eine Ile. Eine richtige Ile. Stampel? Schiffske. Oh. Jetzt nicht mehr Schiffske. Schon zum zweiten Mal heute Discord. Echt? Ja. Eine Illusion. Das sind alle eine Illusion. Wer kennt man denn den echten? Fully, wer kennt man den echten? Der war real. Der war echt. Alter, der war einfach so real. Einmal hin, alles drin. Was ist das denn? Der spricht einfach Tacheles. Shit. Ja, ich glaube, das war real. Ja, also, wenn das so weitergeht, dann geht gleich die Sonne wieder auf und dann sind die ja eh weg, ne? Der letzte ist ja mal echt. Der ist einfach so echt. Nee, doch nee. Nicht. Der nimmt kein Blatt vom Mund. Der Schiffsgeist verzieht sich. Der verzieht sich. Weg mit dir. Weißt du, ein bisschen overlevelt. Pussy. Naja. Gute Arbeit. Hallo, willst du jetzt mit mir reden? Besser. Danke oder so? Alles in Ordnung, Prinzessin? Ja. Ja. Du bist ein seltsamer Mensch. Sie hat schon mal gesprochen, ne? Ich bin keine Prinzessin mehr. Du musst nicht länger bei mir bleiben. Warum kamst du? Ich wollte nicht. Eigentlich? Ich tue das für Fida. Oh! Sie ist doch eigenartiger, als ich es bin. Fida? Sie hat das getan? Deine Reaktion erinnert mich an Melina. Ich bin Melina. Die ich kenne, an die Melina, die ich kenne. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Sie sieht dir täuschend ähnlich. Und unsere Persönlichkeit? Da will sie direkt wissen. Recht sehr verschieden. Ich dachte, du bist ein richtiges Ekel. Doch nach allem... Ehrlich? Er hat doch noch gar nichts gesagt. So schnell lernt man einen Menschen kennen. Hä? Er hat gar nicht gesagt, doch nach allem was. Vielleicht bist du ja jetzt enttäuscht, dass ich wie sie aussehe. Ich glaube, uns im Lien hat andere Haare, oder? Ich dachte, das Gespräch sollte irgendwie anders aussehen. Oder doch? Weiß gar ich nicht möchte mehr. Alleine sein, bitte lass mich. Ach, sie ist wie Melina. Ganz schön reingeschissen. Aber eines möchte ich noch sagen.
Danke für meine Rettung. Kein Problem. Gut. Keul. Kein Problem, Keuler. Richtiges Ekel. Ach, dafür doch nicht. Ich schlafe im blauen Bett. Okay. In das andere hat jemand reingekotzt. Das war auch mal blau. Das andere ist ganz nass. Das war auch mal blau eigentlich. Bei einer der Matrosen. Mhm. Eine Seefahrt, die ist lustig. Oh, das ist hell hier. Ist schön, denn da kann man die Matrosen über die Reling. War das Chef nicht eher grau beim letzten Mal? Ja. Das ist die, sollen nicht morgen, sein. Die Morgensonne. Sonne. Ja. Land, ich sehe Land! 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 Jungs, Land! Land, das Land! Wo ist der Typ im Der Captain sieht das letzte, der ganz vorne steht. Ja, was? Ist da wirklich Land? Seichteres Gewässer. Max, dass das Schiff kurz nach oben geguckt hat. Insel. Land. Ja, Land, denke ich auch. Oh mein Gott! Maeve! Hey Maeve, du Schlafmütze! Aua! Mann, stehst du endlich auf? Wir sind da! Was, Land? Das neue Land? Wir sind da? Die neue Welt. Wo ist die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Wie bitte? Anstatt zu trödeln, sollten wir an Land gehen. Was für trödeln? Wir haben dich nur was gefragt. Mach mal hinne. Lieber Ritter. Das muss ich besonders schnell. Alle anderen sind bereits an Land. Du bist mir nicht richtig. Ich habe einen Brief des Mädchens für dich. Die ist vor einer Weile allein an Land gegangen. Frauen eben, wa? Die Weiber. Die Weiber wollen immer an Land. Boah, einfach ein dicker Brief. Das Kissen im Brief. Lesen? Deswegen nimmt man auch keine Frau mit auf dem Schiff. Bringt nur Unglück. Okay, Johnny. Von Melina an Maeve. Okay. Yeah. Schon ausgewählt. Nein. Wisst ihr, wie man so einen Unglücksbringer, so einen Unglücksraben auf dem Schiff früher genannt hat? Maeve liest den Brief. Danke, Maeve. Ich möchte dir aber nicht mehr zur Last fallen. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat. Okay. Oh, okay. In meiner Kindheit vertrauten mir meine Eltern ein Geheimnis an. Der König zerstörte unser Dorf und adoptierte mich. Er benutzte mich lediglich, um mir das Geheimnis zu entlocken. Oh. Ich hatte keine Wahl und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Ja, ist doch bescheuert, dass er die adoptiert. Nicht nur der König reagierte nach dem Geheimnis, auch andere. Fieder erkannte die Situation und verbannte mich aus Loire. Ich kann nicht noch mehr Leute in diese Sache hineinziehen. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. PS. Es ist noch eine Knolle. Nein, im Kühlschrank. Nimm sie dir raus, wenn du welche brauchst. Ich der hoffe, Typ hat ihr Volk bald wieder. Ihr ganzes Volk umgebracht, ihre Eltern, und dann sagt sie, oh Mann, es tut mir echt leid, dass ich ihn getötet habe. Also zuerst alle, die sie kennt, ermorden und sie dann adoptieren, wirkt wie eine riskante Situation. Ja, nee, hat sich nicht gelohnt. Er wollte das Geheimnis erfahren, ne? Ja, deswegen hat sie nicht geredet. Seeleute berichteten von einem Nixenmantel. Er soll robuster sein als alles von Menschenhand geschaffene. Boah, den wollen wir. Okay, gut. Ich werde den Nixenmantel schaffen. Der Nixenmantel steht mir bestimmt noch fantastisch. No. Auf jeden Fall der Unglücksbringer auf einem Schiff. Eine sehr karge Gegend hier auf jeden Fall. Ist ein Hafen. Ist ein Pier. Oh, ist wirklich sehr karg. Ist das New York? Wow. Liberita! Sieht aus wie ein Superheld oder so. Du bist zum ersten Mal in Liberita. Da ist ganz schön was los. In Liberita tummeln sich immer viele Touristen. Wo haben wir das Land nicht gerade erst entdeckt? So, wir haben lange geschlafen. Super viele Touristen. Wir haben echt lange verschlafen. Die sind doch schon vor einiger Zeit an Land gegangen, Mogi. In Liberita soll das ganze Jahr ein großes Fest stattfinden. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe es. Ey, bin zu dem Skater! Wow, Alter, das stimmt. Den Typ, Mann, der ist so cool. Wow! Oh, ey, Bruder! Wie siehst du denn aus? Gerade mit der Freundin? Freund der Nacht, ich werde dir was zeigen, das dich aufheitert. Danach sagst du mir deine Meinung, verstanden? Okay, zeig mir, was du kannst.
Jetzt kommen die amerikanischen Darstellungen. Der fährt einfach durch uns durch. Junge, der ist fast so gut wie Johnny in Bully die Ehrenrunde. Ja. Yo! Er ist schon ein bisschen cool. Er ist schon cooler als Johnny in Bully die Ehrenrunde. Du hast mich nicht in die Ehrenrunde gesehen. Doch. Doch hast du. Du warst sogar im Chat. Yo, das ist ein guter Move. Ja, schlicht ein Rad. Ein bisschen Sonic. Ein paar. Sonic Speed. Ich glaube, der wird schwindelig. Also ich muss sagen, bisher bin ich relativ beeindruckt. Ein krasser Beat. Und jetzt die Frage, wie oft bin ich gesprungen? Ey, was? Geht's dir besser? Und ob? Und ob. Wow, coole Show. Mit mir ist alles wieder in Ordnung. Ich wusste es, die Skateboard-Kunststücke hauen jeden vom Hocker. Du warst auf diesem Schiff, dann kommst du aus von weit her. Hey, wie wär's? Du kommst mit mir und erzählst den Kleinen darüber. Sei nicht so, nur auf einen Sprung. Okay. Oder zwei. Beim Reden schon, deine kleinen Kumpel, was? Was? So ungefähr, komm mit mir mit. Beim Reden ist er dabei, aber er weiß nicht, was es mit den Kleinen auf sich hat. Ich dachte, er wäre der Kleine. Ich dachte, er wäre 12 oder so. Das ist der kleine Freund. Anscheinend ist das ein Familienvater. Oder er hat so eine Bande. Eine richtige Bande? Ja, so ein Peter Pan. Aus Robin Hood-Type. Die Strolche. Oh. Ja. Wer mein Gast, kommt alle mal her! Ich möchte euch jemanden vorstellen, er kommt von weit her. Los, Kinder, kommt her! Rufio! Es gibt auch ein älteres Kind namens Will, aber er ist nicht hier. Von links Angie, Wolfi, Harry, Annie. Hey, wo ist Anita? Hey. Ja, keine Ahnung. Hey, Moment mal. Perry, Anita sucht draußen nach Will. Hä? Aber Anita ist doch nicht da. Ich bin auch so verwirrt gerade. What the fuck? Will ist auch nicht da. Ja, aber warum sagt er plötzlich Anita? Egal. Anita sucht Will, oder? Was, aber Per. Ja. Aber sie ist noch so klein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hör zu, ich werde nach Anita suchen. Hä, die wurde doch gerade angesprochen. Niemand geht, bis ich zurück bin. Tut mir leid, du hast ja gehört. Warte eine Weile, gut? Ach, er hat das gesagt. Ja, ich glaube schon. Ja, Anita fehlt. Ja, aber eben hat gesagt, Anita sucht nach Will. Bist du Perrys Freund? Dann bist du auch unser Freund. Na, das hat hab ich vorher auch ein Wörtchen mitzureden, guten oder? Tag. Der älteste Mann hier heißt Will. Mach du. Will baut ein Flugzeug, cool, oder? Das ist wirklich cool. Anita sagte, sie wird Will treffen. Er baut in Seeheim ein Flugzeug. Seeheim? Will ist übrigens auch der Name, glaube ich. Ups, kein Mülleimer mehr für euch, aber ihr habt eh nie was in den Mülleimer geworfen. Also ist das ja kein Verlust. Ich glaube, der Wäschekopf fehlt. Mein Mülleimer. Bist du neu in Moronia? Moronia? Ja. Ja, ist das ein Problem, dass ich hier neu bin? Und wie? Okay. Oh. Behalte dich und zahle deinen Beitrag oder verschwinde. Ich möge hier solche Leute wie dich nicht. Mist, es klappt nicht. Was läuft hier schief? Nerd. Hey, Johnny, das bist du. Ja. Also. Okay. Ich heiße John. Ich beschäftige mich mit der Elektrizität. Aber plötzlich blieb der Prototyp stehen. Kannst du sie für mich verschieben? Auf jeden Logo! Fall. Verschieben? Das soll helfen? Nächsten Schlag. Komische Maschine. Bitte, versuch es mit aller Kraft. Yeah, los geht's. Schieben. Wohin denn? soll ich immer noch schieben? Bitte, versuch es mit aller Kraft. Vielleicht müssen wir stärker werden. Nee, es wird schon. Siehst du? Logo. Ich hab's! Ich muss die Reibungshitze in Elektrizität umwandeln. Vielen Dank! Du hast mir einen fabelhaften Tipp gegeben. Du bist der Beste. Ich werde gleich mit dem neuen Forschungsprojekt beginnen. Okay, super. Und zur Belohnung gibst du mir nichts dafür, dass ich gerade in die Luft gesprengt wurde. Kannst du verziehen. Das war was für die Stadtentwicklung tatsächlich. Das Wissen, daraus resultiert, ihr wisst, ist unbezahlbar, mein Freund. Ich werde dich vielleicht crediten. Vielleicht werde ich deinen Namen draufschreiben. Sam. Servus, Sam.
Hallo, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Ich habe ein Geschenk. Hörst du mir einen Augenblick zu? Na klar. Was ist dein Anliegen? Meine Freundin Amanda lebt in Seeheim. Aber ich hatte weder Zeit, sie zu besuchen, noch ihr zu schreiben. Könntest du sie aufsuchen? Ich muss wissen, wie es ihr geht. Ich heiße Sam. Bitte sag Amanda, dass ich immer an sie denke. Diese Bitte ist mir sehr peinlich, aber ich werde mich revanchieren. Na klar. Okay. Ist das Feuerwehrmann Sam? Ja. Wer ist Feuerwehrmann Sam? Das ist eine Serie. Feuerwehrmann. Ne, so eine Togolino-Serie, glaube ich. Unser Getränk wird aus gewürztem Pflanzensaft hergestellt. Nur 10 Taler, da haben wir es sicher doch! Gewürzter Pflanzensaft. Ist das ein Sangria? Muss ich probieren. Mein Cousin probiert auch gerne neue Rezepte aus. Wenn du nach Seeheim kommst, musst du ihn besuchen. Okay. Okay, das ist ja also einfach nur Lotterie. Die kleine Müllversion von Seeheim. Oha. Naja, heißt halt Moronia, ne? Hey, probiere dein Glück bei unserer Lotterie. Nein, los, kostet 20 Taler. Los. Gut, ziehen, los. Erst wühlen. Los geht's. Nummer 5, du gewinnst. Du hast zu viel dabei. Was? Nein. Ich werde es für dich aufbewahren. Ach so. Was haben wir denn gewonnen? Von ihm. Er will die Lotterie auf jeden Fall. Wir haben bestimmt eine Götterknolle. Du hast gewonnen. Götterknolle. Ich muss doch nicht... Ich muss nicht erfahren, was. Dies ist ein freies Land. Was ist dabei, mal einen zu trinken? Was? Du bist mir aber ein Faulenzer. Geh lieber wieder an die Arbeit. Ist schon dabei, in meinem Kopf hat sie so an den Ohren gepackt. Bonbon ist aber nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Alter Fully. Aber ich bevorzuge etwas Erfrischendes. Ha? Bourbon. Bourbon, oh ja. So schreibt man Bourbon. Ich glaub ja. Wir servieren nur harte Sachen. Verschwinde, wenn er das nicht passt. Wir servieren hier nur hartes Zeug, Mann. Ja, passt mir eigentlich schon ganz gut. Oh, der Shop. Jetzt wird's spannend. Wir haben nicht viel Geld reingeholt. Wie sieht's aus? Komm, wir können euch helfen. Ups. Den will ich nicht. Nun, ich kauf den Ring dreimal. Diese Waffe erhöht deine Kraftpunkte, okay. Oh, also alles schlechter, ne? Jo. Ach, hier kann man wahrscheinlich jetzt so Rüstung nachkaufen oder so, wenn man die verpasst hat oder. Ah, ne, Kraftpunkte sind die, sind die Leben in dem Spiel, ne? Brauchen wir nicht. Brauchen wir erstmal nichts. Hier ich auch nicht. Ja, stark. Jo, gut. Weißt du, was ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Waren wir schon im End? Bonbon Vanille. Nö. Im End? Oh, Hotel. Du willst also bleiben? Das kostet 10 Taler. Nee. Du bleibst nun doch nicht? Ja, ich brauche eigentlich nicht. Eigentlich will ich nicht bleiben. Ich will einfach so rein, ohne es zu bezahlen. Oh, hallo, ich dachte mir, ich schau mal rein. Hallo, nett hier. Hübsch hier. Wohnst du hier? Nein, also. Ich find's ja ganz nett. Ruhig schon mal ein Stück, da können wir ein bisschen. Bourbon Vanille trinken. Hast du Lust? Hast du ein bisschen Schnaps? Ja, genau. Hast du keinen Snack? Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Ach ja. Er wird eines Tages sehr erfolgreiche Dips erfinden. 20%! Ja, weil du die Maschine geschoben hast schon. Geilo! Oh. Ich würde sagen, wir können mal weitergehen. Ja. Nach Seeheim! Toaster auch extra? Das eine New York ist übrigens ein bisschen weiter oben. Also die Position passt nicht zu New York. Nee, ich glaube, wir sind in Südamerika, oder? Nein, wir sind in Nordamerika. Da war Florida unten. Im Süden. Seeheim! Genau. Wir waren südlich. Sollte das in New York sein? Dieses Jahr bescherte mir eine hervorragende Ernte. Jo. Jo. Wir brauchen den See, doch wir fürchten sein Geheimnis. Wasser kann gut oder böse sein, deshalb sind wir vorsichtig. Ich glaube, er ist beides Avatar. Nicht. Der Avatar kann gut oder böse sein? Bist du vergiftet? Verlierst du kontinuierlich Lebenspunkte, wusstest du das schon? Als ich vergiftet wurde, habe ich mich mit Serum geheilt. Ich wäre jämmerlich verendet, wenn ich kein Serum gehabt hätte. Ich war schon vergiftet. Oh, oh. Nö. Das erzählen sie uns jetzt. Kennst du schon Gift? Oh, Goldfische.
Servus, mein Sohn ist in... Ich dachte, sie wollte Servus sagen. Servus. Servus hier in Amerika. Mein Sohn ist in die Großstadt gezogen. Hier ist es ruhig und friedlich. Man kann hier gut leben. Man wird immer, von unsere Brezen. Man wird immer von einer Stadt auf die nächste weiter vertröstet, ne? Ja. Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Oh, das ist das Leben. Das ist wie mit den, kennt ihr die Landwirt-Streamer auf Twitch? Moment, was ist er denn jetzt? Nein. Und ja, kenne ich. Ja, die streamen halt, wie sie auf dem Feld unterwegs sind und so. Ja. Und einigen davon, wenn sie dann vom Feld zurück sind, dann setzt sie sich zu Hause am PC und werft den Landwirtschaftssimulator an. Stell mal vor, die leben das Leben. Ja. Das einfach, stehen jeden Tag auf, denken sich, yes! Die wissen, was sie wollen. Ja. Die haben es gefunden. Ich sah etwas. Als ich arbeitete, blitzte etwas im Himmel. Dann raucht es und stürzte in den See. Was für ein Spektakel. Was für ein ungesunder Lebensstil. Legendäres Pokémon. Erst rauchen und dann in den See stürzen? Ich weiß nicht. Das ist halt Firewatch. Schön, das ist ja... Die Töpfe, die irgendjemand da gemacht hat, ne? Also... Firewatch ist bestimmt sowas von ein Spiel für mich, ne? Boah, Vitalix hier. Ah, es ist okay, denke ich. Finde die Story ein bisschen albern, aber okay. Sieht hübsch aus. Oh. Albern? Ja, war ja gegen Ende, wo sie ein bisschen, naja. Okay. Ich kenne sie nicht, also keine Ahnung. Sei doch nicht albern. Kannst du die Kuh anquatschen? Haben die was zu sagen? Mu. Oh, eine sagt bestimmt was anderes. Mu? Du. Mu. Nein. Da sind bestimmt Schade. Noch mehr. Oder auch nicht. Oh, hier werden Hühner zum Ärgern. Boah, was eine Keule, ey, Keule! Lass mich abbeißen! Keule, was geht? Jetzt war nicht so aus, aber ich bin ein begnadeter Koch. Mogi, hier ist der, wo wir dreimal mit den quatschen müssen übrigens. Das Essen zu Hause war so schlecht, dass ich selbst anfing zu kochen. Doch inzwischen sind mir die Ideen ausgegangen. Nein! Wie soll ich die Würste zubereiten? Warte. Braten! Warte. Rate ihm, die Würstchen klein zu schneiden. Oh, der erfindet die Currywurst. Oh mein Gott. Du sollst sie klein schneiden. Jürgen! Kleinen Stein, das probiere ich! Darüber gibt's einen Roman. Ich hatte eine Vision! Die Welt braucht mich und meine Kochkunst! Ja, du musst das wieder raus und wieder reingehen. Natürlich. Das ist was man eben so macht. Jetzt sagen wir, dass wir Ketchup dazu adden. Ich habe deinen Rat befolgt, aber irgendwas fehlt noch. Hast du eine Idee? Oh mein Gott. Eine Soße! Es ist wirklich Currywurst. Ja. Warum machst du nicht eine Soße dazu? Soße, gute Idee, das werde ich probieren. Und das wirst du dann auch noch probieren. Und dann probiert er es. Ich habe einfach ein paar Würste klein geschnitten und fertig war's. Mein Würstelgulasch ist sehr beliebt. Komisch. Was? Oh, ich dachte dreimal. Jetzt haben wir ja noch kurz mal angesprochen. Ich habe nicht gesagt, dass wir ihm dreimal Tipps geben müssen. Und kannst du es essen? Nö. Achso, nö. Ich habe auch mal so ein Würstchen-Gulasch mit Thermomix gemacht, das war richtig scheiße. Oh. Das Rezept habe ich direkt aus der Merkliste gelöscht. Ja. Schlechte Bewertung auch gegeben? Was für eine Wurst war's? Da ist eine Katze oben. Ja, nun wieder halt. Ja. Eine Nachricht für mich. Was von Sam? Oh Mann. Oh oh. Der Typ scheint mich noch immer zu mögen. Oh nein! Wir waren mal ein Paar, doch das ist lange her. Leider liebte er seine Maschinen mehr als mich. Inzwischen habe ich einen neuen Freund. Sag das, Sam. Oh. Honorö. Das war wie der König der Löwen. Ja. Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Heimkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Naja, ist sie heimgekehrt? Wer nix wird, wird. Und wer auf See stirbt, wird Nixe. Oh nein. Wer auf See stirbt. Oh Gott. Einige Zeit sah ich ein Mädchen in eins der Häuser gehen. Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Wo sie wohl abgeblieben ist? Ich frag für einen Freund. Hallo.
Sie ist nur am Schlafen. Macht eine Kaugummiblase. Gute Güte. Ach du liebes Lieschen. Holla, die beiden. Seeheim ist schon ein Schläferstadt, ne? Ich dachte, Seeheim wäre ein bisschen größer. Warst du im Haus hier in der Mitte schon? Oh, hier geht's weiter scheinbar. Das überrascht mich auch. Wow. Maschinen. Eine Flugmaschine, von der ich so viel gehört habe. Vermutlich. Boah, das ist ein Buch. Ich wusste es. Da lag ein Buch, müssen wir anquatschen. Ist das hier der Wilhelm? Tell. Was ist das? Sieht wie ein Tagebuch aus. Mal sehen. Test des Prototyp 9 verlief negativ. Er ist abgestürzt. Irgendetwas fehlt noch, doch was? Prototyp 10 ist fertiggestellt, endlich. Der Test wird am See stattfinden. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Jo. Also auf nach Lake Michigan. Ich heiße Heinz, ich beobachte die irgendwie. Achso, das hatten wir schon, ne? Ja. Heinz, du bist ja in zwei Orten gleichzeitig? 10%? 10%. Naja. Das Würstchen Gulasch reicht scheinbar noch nicht. Nee. Dabei würde man meinen, das wäre alles, was die Stadt braucht. Ich hätte mit Tabasco machen sollen. Ah, oh, dann müssen wir mal zu Sam, dem Versager, gehen. Versager Sam! Dem müssen wir leider die Wahrheit sagen. Der arme Kerl. Drei Mädels, hier waren wir noch nicht scheinbar. Oh, okay. Sam ohne ihn. Wenn es um Mode geht, sind wir okay. Du hast ja so recht. Oh. Wir sind die Trendsetter. Ach, okay. Ja. Zeigst du uns etwas? Das hält mich an Paper Mario. Mit den drei Toad-Damen, oder wie? Die auftauchen. Ich glaube schon. Warte, was denn endlich an Paper Mario? Also. Wir waren auch zu dritt. Ja. Haben wir was, das wir ihnen zeigen könnten? Zeig ihnen was ihnen gefällt. Die Blumen wollen sie nicht. Haben wir Klamotten, Ladies, die was cool sind? Euch. Also so eine Rüstung, wie die cool ist oder so? Ich denke mal so, darauf wird es hinauslaufen. Wie heißen die denn alle? Plato-Rüstung? Nee. Hm. Wir haben jetzt nichts irgendwie, was irgendwie schicke Robo oder so heißt, ne? Nee. Sieht alles jetzt nicht so schick aus, muss ich sagen. Naja. Die anderen haben nichts zu sagen? Naja. Ich will das gleiche sagen. Okay. Tom! Ich heiße Tom. Jeder in der Stadt kennt mich als Feinschmecker. Bring mir schmackhafte Speise und ich belohne dich. Okay. Ich habe eine schmackhafte Speise, lass mich in Ruhe. Sind wir dein Lieferant oder was? Die Blume fressen. Aber ich könnte gerne ein paar Currywürste mitbringen. Hier lebt ein Mann, der sehr viel vom guten Essen versteht. Seine Meinung bestimmt, ab Speisen Weltruf erlangen. Er ist Michelin, Tom. In dieser Stadt lebt ein Kunstschmied. Er ist sehr begabt. Alle Menschen lieben ihn und schätzen seine Kunstwerke. Warte, haben wir den schon gesehen? Ich glaub nicht. Du bist so Sam. Hallo. Wie geht's? Hast du am Mann getroffen? Wie geht's ihr? Schwindeln. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Schlechte Nachrichten, Keule! Ich glaub, sie liebt einander. Alter! Wie bitte? So oh. Amanda. Was hab ich bloß falsch gemacht? Nein, oh Gott. Danke. Ich werde jetzt in die Kneipe gehen und einen heben. Einheben. Boah, jetzt erst so eintrinken gehen. Na, wo ist der Kunstschmied? Es ist so schön, wenn er wirklich dort zu finden ist. Na klar. Er ist wirklich hier zu finden. Natürlich ist er hier. Aber redet nicht. Das Freiseland, was? Du bist schon wieder hier. Oh nein, Mann. Du bist doch schon wieder abgezogen. Der kommt wieder. Betrete ein beliebiges Haus und kehre in die Kneipe zurück. Das ist wieder so eine dumme Sache. Oh. Beliebiges Haus? Das war aber ein beliebiges Haus. Achso, dann hat er wieder auftaucht, du hast. Es tut mir sehr leid.
Gut, ich bin über die Sache mit der Amanda hinweg. Ich erfand eine Maschine, die Gespräche über weite Strecken zulässt. Jo. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt, aber jetzt bin ich sicher. Wenn du fernab bist, kannst du den anderen deine Gefühle mitteilen. Wenn ich nur einem Menschen helfe, hat die Maschine seinen Zweck erfüllt. Oh ja. Ich vergaß, dich zu belohnen. Komm mit mir zu meinem Haus. Er hat Fernbeziehungen erfunden. Ja, das hat er erfunden. Er wollte damit verhindern, dass Leute Beziehungen vernichten, weil sie weit weg sind. Süßem oder tust du nur so? Er tut nur so. Er tut das wirklich nur so. Die tun alle so. Ich dachte wirklich, da unten ist er, dachte ich mir, warum ist der noch hier? Wo läuft der? Ach, das ist die Belohnung wirklich. Bist du jetzt, Sam? Ich hab ja einen Kristall, willst du ihn? Nein, das ist eine klare Sache. Okay, danke, Mann. Geht doch mal mit ihm. Hast du noch was anderes zu sagen? Ich hab noch jede Menge neue Ideen für fantastische Erfindungen. Okay, cool. Tschüss. Ja, jetzt kann er sich in die Arbeit stürzen. So, wo wollen wir hin? Nach Seeheim wieder? Es gab etwas im See, was hier ist. Great L. Ja, wir müssen sehen, ne? Da ist was abgestürzt. Das hier müsste der See quasi sein. Oh, da ist eine Brücke links. Wenn du runtergehst, ist da eine Brücke, ne? Warte. Oh, ich hatte gerade wieder einen Leck. Ja. Hier links, oder? Nee, doch nicht. Nee, ich dachte, hier ist eine Brücke. Colorado! Sir, haben die reißenden Fluten immer meine Brücke zerstört. Ich brauche stärkeres Holz, dass der Wasser widersteht. Man sagt, dass es im Wald nordwestlich von Seeheim gutes Holz gibt. Doch ich hörte, dass dort Dämonen ja Unwesen treiben. Ach, und das Holz hier ist nicht gut. Ach. Was auch immer. Nee, das fliegt, das schwimmt immer weg. Vor allem, die Position passt gar nicht. Es schwimmt immer weg, muss am Holz liegen. Holz soll doch gar nicht schwimmen. Aber hier im Wald können wir rein anscheinend und in die Höhle können wir auch rein. Wind. Oh. Wind. Das ist ein Wald, dummkopf. Oh ja, hast du Bock auf den Wald? Oh mein Gott. Was ist das denn? Wow. Was? Der war ein cooler Sprite. Boah, warum kommen Hot Dogs aus den Bäumen? Wer verwüstet den Wald? Alter, ich liebe den Typen. Wie fern sind das Hot Dogs? Ich glaube, es ist einfach nur ein Stück von dem Wacker da drin. Kann man die Loot? Ach, das Holz kannst du mitnehmen, oder? Der wackere Wacker. Ja, Holz suchen wir, stimmt. Nee, der liegt doch da auf dem Boden. Da liegt doch links. Oben, man kommt da links. Ja. Da, wo die gestorben sind. Ach, das Holz. Ja. Sieht aus wie ein Stein. Ein gutes Stück Holz. Schon. Versteinertes Holz. Reichen zwei Holzstücke für eine Brücke? Na, aber wenn wir Sicherheit. Wenn wir nur eine Erfindung hätten, mit der wir über lange Distanzen miteinander kommunizieren könnten. Ja. Was hast du gesagt? Ich hätte gerne eine Fernbeziehung mit dem Brückenbauer. Ja, das habe ich auch gehört. Moin. Man sagt das bla 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 bla, doch ich hörte, ja. Ach so, du musst in die Hand nehmen, natürlich. Ach komm. Erstmal ausrüsten. Alles musst du selbst in die Hand nehmen, ne? Ja. Wortwörtlich. Oh, du hast sogar nur ein Holz. Ne, es sind zwei. Okay. Für zwei Brückenseiten. Ich brauche 10. Entschuldigung, wo ist denn Holzklotz her? Er eignet sich ideal für die Errichtung einer Brücke. Bitte, kann ich ihn haben? Na klar. Das, wenn ihr einfach diese Bäume natürlich, stimm ihn, ich helfe gerne. Was? Du hast mehr Holz aufgetrieben? Er eignet sich ideal für die Errichtung einer Brücke, der Holz. Bitte, kann ich ihn haben? Na klar. Oh, meine, will wirklich mehr haben. Und leider reicht einer nicht. Es wäre wirklich edel von dir, wenn du mir 20 Stück davon bringen könntest. Hast du doch ein Holz für mich? Ich hätte gerne einen Holz. Weißt du. Da war der Eingang da. Will ich jetzt mehr holen? Wind. Vielleicht müssen wir nochmal. Ja, kann ich. Doch, da ist es was. Naja, gut, dann. Weißt du, wie es aussieht, wie diese kleinen Würstchen, wenn man die so aufschneidet, wie so Tintenfische und dann in so eine Bento-Box packt? Ja, ja, ja. Ich dachte, es wäre wieder ein Anime-Trope, den Fully nicht kennt. Ich hatte Angst. Ich muss sagen, da habe ich auch direkt ein Bild vor Augen. Maeve, geht's dir auch so? Was? Sie schon. Ah ja, ja, stimmt. Ich habe die verstanden, Johnny. Alles gut. Ich fand ein bisschen komisch, dass man die aus dem Blickfeld verlieren muss, damit das Holz dann am Boden liegt. Na. Ja. Ach, ich muss wieder ausrüsten. Immer.
Meinst du, was? Ich hole jetzt noch so viel, dass wir insgesamt ihm 10 gegeben haben, okay? Okay. Irgendwas sagt mir nämlich, wir werden mehr als 4 brauchen. 10 Stück könnte. Ich hätte 5 getippt. Könnte gut sein. Aber 10 könnte auch 20. Man geht ja schnell. Ja, dann haben wir halt noch ein bisschen mehr Holz vor der Hütte. Ein bisschen Holz auf Reserve ist immer gut. Ja. Können wir ja vielleicht verkaufen. Ich weiß ja nicht, ob es kalt wird mal wieder. Habe ich recht? Wetter? Kann man es eigentlich schon looten, wenn man es noch nicht sieht? Also, wenn der Baum schon noch drüber ist? Ich glaube nicht. Ja. Ah ja. Ich glaube nicht in dem Moment. Glaube es nicht wissen. Ich hatte Unrecht. Ja, das ist wahr. Boah, ich finde gut, dass das stärkste Holz das ist, was aus so einem maroden Baum schon kommt, wo ganz viele Löcher drin sind. Vor allem der Baum lebt auch nicht lange. Weil du ihn umgebracht hast. Boah. Oh. Ich glaube, es wäre einfach, wenn ich die einfach killen würde. Nee. Kriegst du ein paar XP. Boah, jetzt noch ein bisschen leveln. Das wär's. Wir sind gerade nur unterlevelt. Also der Guide empfiehlt, dass man hier schon Level 38 sein soll. Oh. Ich weiß nicht, was das Level Cap ist, aber am Anfang des Spiels habe ich irgendwie gedacht, vielleicht ist es 30. Ich nicht. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es 30 ist. Ich glaube nicht. Weißt du es? Es gibt, glaube ich, gar keins. Nee, ein Level Cap wird es geben, aber 30? Also bitte, wir sind ja nicht am Ende jetzt. Ich meine, wenn du viel langsamer levelst, dann kannst du das so scalen. Doch, das geht. Ich meine, es geht bestimmt, aber warum sollte es jetzt nur noch 5 Level upscalen? Also beim Endboss stand ja nicht bald das Geld rein. Also beim Endboss stand, man braucht Level 250 ungefähr. Nein, stand da nicht. Was laberst du jetzt? Nein, das stand da nicht. Mehr Holz? Warst du aus 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 mehr Holz? Oh mein Gott! Ich glaube, 5 hat nicht gereicht. Man sagt ja Bescheid. Nee. Vielen Dank, damit lässt sich eine gute Brücke bauen. Vielen Dank für alles. Oh, holy Gott sei Dank. Nein, nein. Wir haben noch 9 haben wir gebraucht. Nicht schlecht. 10 war also auch ein bisschen übertrieben. Boah, ja, ist das rück. Komplett absurd, wie viel du machen musst. Sieht ja aus wie zu Hause hier. Das ist so eine clean Brücke geworden. Hat sich gelohnt. Oh. Hallo. Schön Wald. Vielleicht können wir ein bisschen Holz sammeln. Oh, das ist ein Shorty. Hier waren wir schon mal. Das ist ein kurzer, den wir freigemacht haben. Ja. Ja, wie? Wie? Ne, hier waren wir schon mal. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ach so, in Amerika. Johnny. Die Welt ist rund. Ich finde, die sieht sehr flach aus hier. Ah, jetzt komme ich. Haben wir nicht sogar in Südamerika angefangen, unsere ganze Reise hier? Auf der Oberfläche? Oder war es in der Unterwelt angefangen? Nein, ich meine ja hier. An der Oberfläche. Nee, da hat er einen Punkt. Morgi hat leider recht. Da, wo wir die Pflanzen wieder geholt haben. Oh, ist das kaputt? Spielt jemand auf seiner Gitarre los? Nee, der hat ja diesen Blitz gesehen. Das ist der mit der sagt, dass wir zum See müssen. Ja. Ich schätze mal, der See ist diese, so zittert. Ich schätze mal, der See ist diese Höhle. Ich eine nette Überraschung. Oh, ich erinnere mich an ein Mädchen, das hier planlos herumirrte. Eine Übernachtung kostet 5 Taler. Preiswert! Günstig! Bleiben! Ich bin auf der Suche nach dem Drachenankheit in den Great Lakes. Er bewahrt dich vor den Gefahren der zahlreichen Stromschnellen. Aha. Fürchtete mich vor der Gegend rund um die Great Lakes. Es ist unheimlich dort. Ja, werden wir sehen. Warte, wir müssen den Anker finden. Ja. Und dann wird der Anker gelichtet. Und dann geht's richtig los. Falsches Bett. So. Wie im Schiff. Ja. Damit du dich wie zu Hause fühlst. Bin ich der größte Fan von so einem Hotel, wo man mehrere Betten hat, die man sich dann mit anderen Leuten teilt. Also ein Zimmer. Ein Hostel. Ja, aber dafür kostest du 5 Taler, ne? Ja. So eine Herberge. Ein Hostel.
Katze. Na, der Hund war braver als das hier. Bist du der Herr der Berge? Was? Ich finde, der Titel passt irgendwie nicht ganz dazu. Ich meine, es geht nicht wirklich um den Herr der Berge, weißt du? Wovon redest du? Weil ich mal gesagt habe, dass Herr der Ringe nicht ganz so passt. So als Titel. Ach ja, das war mal ein Johnny Take. Ich habe das Gefühl, das Buch könnte cooler heißen. Okay. Aber wird schon passen. Ich glaube, der Erfolg spricht für sich. Höhle. Servus. Ich warte gerade auf meine verlobte Nana. Du siehst aus wie ein kleiner Knirps. Zum ersten Mal trafen wir uns an diesem See. Sprach Fully. Sie kommt zurück aus Liotto. Ich kann es kaum erwarten. Ja, was ist denn, schau den euch an. Er hat keine Gesichtsbehaarung hochziehen. Im Gegensatz zu Fully, muss man sagen. Müssen wir nach Liotto? Spannende Musik hier. Boah, jetzt ein Giotto. Wo ist ein Giotto? Boah. Ich glaube, ich kann nicht zurückfahren. Durchquere Guyana, um zurück ins Amazonasgebiet zu kommen. Jenseits des Gebirges im Norden haben sich Quattros neu angesiedelt. Okay. Okay, du musst nach Südamerika. Okay. Scheinbar durch... Komm schon! Scheinbar einfach durch Guyana durch. Ist doch gar nicht heiß. Ist größer geworden, die Stadt, oder? Ich hab keine Ahnung. Tatsächlich werden die so auf der Overworld auch. Da vorne nur 3 Häuser, es sind 10 Häuser da. Oh mein Gott, ich liebe sowas. Gibt's da neue Sachen? Terranigma ist echt cool. Später. Schauen wir später. Ich würde ganz gern Fortschritt machen. Dann kommen wir sowieso. Ich meine, wir sind eh zurück dann, wenn wir Liotto, die Verlobte, was auch immer von dem Typen gefunden haben. Vermutlich. Die Blume redet eh nicht mehr mit mir, wir gehen weiter. Amazonas. Da ist Liotto. Oh. Wir sind nicht in Frankreich, aber. Hier waren wir aber noch nie. Hallo. Nee. Ist ja nicht Frankreich. Boah, was ein Beat. In Liotto ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Besuche euch einen Donald. Ich glaube, Donald Duck war mal hier. Oh mein Gott, Johnny. Hier sprichst du. Okay. Das Leben ist nur sehr kurz, man sollte keine Sekunde vergeuden. Wie Johnny. Ja. Ja, das würde ich sagen. Wann ist der nächste Urlaub, Johnny? Keine Sekunde vergeuden und dann macht er die ganze Zeit jonglieren. Einige Waffen besitzen verborgene Kräfte. Holy. Willst du eine, so rüste dich mit ihr aus. Am Samstag. Seht ihr. Das jährliche Dänemark. Dynamitstangen oder was? Halt tödliche Vergiftungen. Oh, nehm mal 3 Stück mit. Du kannst Gegner vergiften. 10 schlechter? Ja, das ist ja für die dunkle Nacht. Erhöht ach Kraftpunkte. So, die Ausrüstung bisher ist. Guck mal die hübsche Jacke an. Es ist zufällig die, die wir brauchen für die 3 Damen. Weil die hübsch aussieht. Ein provokantes Outfit, oh ja. Oha. Wie, das scheint ist nicht teuer. Wenn es das nicht ist, dann haben wir ganz schön Geld verballert. Nee, warum soll... Das heißt, das ist schlecht und heißt so. Aha. Nee, hier will ich gar nicht hin. Nee, ich dachte, das wäre Magila. Lass mich in Ruhe. Du wirst durch die Lüfte fliegen. Und du wirst mir zuhören. Irgendwas mit einer Knolle. Irgendwas mit einer Knolle. Knolle. Ich bin so einsam. Du hast eine Knolle beim einen Typen da liegen lassen in der Lotterie. Du wirst durch die Lüfte fliegen. Weiter oben steht die Liebesstatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunde verbracht. Statue? Magst du Tortenwerfen spielen? Was meinst du? Oh, ja, sicher. Bist du mit den Torten und die Katzen treffen einfach, oder was? Fang schon an. Okay. Ich hasse Katzen, niemand isst meine Torten. Schmeiß die mal ab. Oh. Ich hasse Katzen, niemand isst meine Torten. Das ist das Leben. Das ist er hat so. Beide Dinge, die ihn ausmachen, zu einer Geschäftsidee verwandelt. Muss man ihm lassen. Ist ja schon clever. Hätte ich da aber in die Mitte werfen müssen? Warte, ich dachte, du triffst nicht. Aber du triffst sogar. Mann, du bist ja total Loser. Ja, weil ich dachte, er sagt, du bist ein fataler Loser. Hol aus und brate einen Silber, aber wirf fest genug. Kann ich hier wieder. Die Torten sind weg. Das war neue Bank. Ich dachte, ich hätte ein Zeitlimit wieder. Ich war ein bisschen Holz mitbringen? Ja, vielleicht braucht er Holz. Suchen wir das Ganze nochmal.
Ich muss sagen, die Minispiele aus dem Spiel, nicht die größte Stärke. Wir haben es versucht. Nee. Bisschen rüber kann man nicht mal jetzt, ja. Ich bin ja verkackt. Ja, aber das sollte... Ja. Oh nein. Ist umgefallen. Ja, aber es war ja nur ja, jetzt in die Mitte, jetzt in die Mitte. Er hat schon, er hat schon verkackt, ja. Ja, nee, nicht, ist nicht verkackt. Ich glaube, das hätte man nicht kombinieren können. Aber du musst sprinten dafür. Wahrscheinlich. Für was? Die und dann werfen. Das kann sein. Oh mein Gott! Damit kannst du sie ja alle über den Haufen mähen. Wusch! Das schaffst du sogar noch. Ja. Yeah. Ja. Ich dachte, du meinst Kristall. Ja, das, ja. Die Minispiele, ja, geschafft. Scheint's Katzen zu mögen. Zum Dank erhältst du einen meiner Lieblingssterne, Steine, ein wahres Juwel. Geil. Ja, aber kann ich hier irgendwo auf Magie wieder auffüllen, oder? Nee. Wieso sollten wir Katzen mögen, wenn wir sie alle umwerfen? Wo sind eigentlich hier Magieläden? Pink Cloud? Alter, die rosa Wolke. Hallo, willst du Zucker? Warte, kaufen kostet 10 Taler. Willst du etwas? Hey, ist Melinda neben uns? Ja, ja. Hier, bitte. Hey, Melinda ist hier. Lecker! Ja. Einfach weggehen. Die war best Zuschauer des Erlebnis. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr alleine. Bist du mit der Zuckerwatte? Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Meine Frage halt steht. Wie bist du nach Amerika gekommen? Du bist vor allem überhaupt nicht bei mir geblieben. Bei Maeve, mein. Na gut, aber jetzt beruhig dich wieder. Oh Mann, los jetzt, auf zum Karneval. Oh, es ist so eine romantische... Ein solches Fest habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das, Johnny? Wie heißt das? Ist so eine romantische Kirmes-Episode. Hm, ich hoffe nicht. So, wo wir nachher zusammen das Feuerwerk angucken und so. Oh, wie bei Chrono Trigger? Ich habe mit Schuhe okay. Okay. Also sozusagen mit Wichse. Hey, wo willst du denn hin? Ja. Jetzt müssen wir mit ihr einiges erleben hier anscheinend. Oh, hier ist richtig was. Soft Eis? Wir haben Eis und Kaffee anzubieten für jeweils so 10 Taler. Boah. Eis! Hier bitte. Nice! Eis! Lecker! Den Kaffee drin. Oh. Boah, aber was ist mit Eiskaffee? Wie soll es mischen? Da oben steht die Liebesstatue. Oh. Seht ihr? Kinder haben dort immer eine schöne Stunde. Jetzt weiß ich, wo Mylin hin will. Jetzt geht alles hin. Ich will Melone. Ja. Das ist so kitschig. Früchte gegen den Durst, Äpfel nur 8 Taler und Melone 12 Taler. Melone! Oh, eine Melone! Ich bin durstig, ich kauf. Thirsty nach Melone. Wir hatten dieses Jahr eine gute Ernte. Boah. Das sehe ich. Da ist der Durst direkt vergangen. Oh, wie romantisch. Das sag ich doch. Das ist nicht romantisch. Das ist die... Das ist einfach Jesus. Ich kann mir nicht viele Dinge vorstellen, die weniger romantisch sind als diese Statue. Oder so, ne? Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Das ist, ist das nicht eine schöne Geschichte? Geht so. Das geht. Ja. Aber vielleicht doch etwas übertrieben. Psst, sei still. Maeve, du bist wohl nicht besonders romantisch. Ich habe eine Freundin. Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu. Es gibt jemanden, den ich sehr, sehr, sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Maeve. Was soll man denn jetzt mit der Situation anfangen? Boah, das war jetzt aber richtig smooth von ihr, dieser Satz. Und wenn ich schon jemanden liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Ich werde heute Abend zurück sein. Oh, versetz sie. Werd dir über deine Gefühle klar, Maeve. Ja gut, sie ist wenigstens fair. Warum Jungs, was mache ich jetzt? Jesus? Ja, nicht auftauchen, oder? Christ the Redeemer, hilf mir. Verlassen wir den Kontinent? deswegen hat Maeve gesagt, lass mal nach Frankreich. Ja, war das deswegen, Maeve? Oh, hallo, kleiner Mann. Nee. Unser Affe nicht niedlich. Er tanzt sogar Samba. Oha. De Samba. Amigo. Boah. Ich kenne Affen, der Samba tanzt. Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung. Aber nachts? Huiuiuiuiuiuiui. Nicht mehr ausgelassen? Nö. Abgelassene Stimmung hätte ich jetzt erwartet. Mein Mann ist frisch. Was? Fischer. Mein Mann ist Fischers Fritz und der Fisch frische Fische.
Mein Mann ist Fischer, aber zuletzt war der Fang nicht besonders. Vielleicht sollte ich mir einen neuen suchen. Er sagt, es hängt mit der Erscheinung der Nixeninsel zusammen. Was ein Quatsch. So, wer auf See stirbt, ne? Man kennt's. Dann wird der Nixe. War das nicht ein Präsident? Nixon, ja. Nee, war das nicht ein Geheimagent? Fischer? Ja. Nee, Samba Finder. Ja. Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz und man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Oh, ich hoffe, das jetzt soll ich von der Tür weggehen! Bitte lass mich Ronaldo heißen. Roland. Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Ja. Ja. Ich liebe Fußball, ich bin Bayern-Fan. Dachte ich mir schon, Maeve. Natürlich. Ach nee. Oh Mann. Das sind die letzten Loser. Der sogenannte Freistaat. So ein Loser. Oder die Pelé-Poster. So Pelé-Poster. Ja. In Norditalien da unten. Was soll das denn sein? Fußball? Den Verein die Spieler wegkaufen, das können sie. Das weißt du nicht. Unfassbar. So, da kann man nicht gewinnen bei dem. Nee. Fußballfans. Also auch ein bisschen unsensibel von Maeve reinzuplatzen und zu sagen, hey, ich bin Fan von den Gewinnern. sind wir geschwächt? Nee. Nee. Uns geht's gut. Aber die, man sollte immer die Underdogs. Die 13:37. Oh! Aber die Chancen sind noch da. Oh! Ich würde aber sagen, liebe Freunde, beim nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, wo wir hin. Ah ne, wir suchen noch nach der einen. Aber beim nächsten Mal schauen wir weiter. Es gibt noch eine Menge zu sehen. Ja. Vielleicht werden wir irgendwann noch mal wieder Gameplay haben, aber mal schauen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Stimmt. Wir haben gerade sehr viel Dialoge durch Städte laufen. Ja. Ist doch super. Ja, wir sind ja spaßig. Ein bisschen Leute kennenlernen. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.